Hier links habe ich meine Lieblings-Body-Lotion. Und zwar ist das eigentlich eine Body-Butter von Bettina Barty. Das gibt es auch in verschiedenen Parfümerien. Das gibt es unter anderem auch bei Piper. Und das ist Rice Milk and Vanilla. Also es riecht hauptsächlich eigentlich nach Vanille. Total intensiv und voll toll und sehr, sehr reichhaltig. Dann habe ich hier von Diadermine eine, wie nennt man das, ist so eine Lift-Bauchcreme für Bauch und Beine eigentlich, weil ich tue ja so, als ob ich Sport mache für meinen Bauch und benutze dann halt für den Bauch zum Straffen, also das strafft die Haut, das macht jetzt nichts dünner oder so und formt auch nichts, das strafft einfach nur die Haut und dafür ist es ganz gut. Und was ich hier dran toll finde, ist, das riecht sehr, sehr, sehr gut. Hier hinten habe ich noch so ein japanisches, so ein Cherry Blossom Body Spray. Und hier hinten in dieser Hello Kitty Tüte habe ich Sachen, die ich nicht so oft benutze, reingetan. Was habe ich denn hier drin noch? Kann ich ja mal für euch rausholen. Moment. Hier habe ich zum Beispiel das Rolletui. Ich habe ja einige Kommentare gekriegt von meinem Pinselvideo, dass alle Leute das lustig fanden, wie ich Rolletui sage. Ja, und deswegen sage ich hier nur für euch Rolletui, 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 Rolletui. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt genug daran aufgegeilt und lauft kreischend in den Kreis oder sowas. Ja, und hier habe ich hier noch ein Tommy Hilfiger Parfüm und so eine Schimmerlotion und all möglichen Kram, den ich halt nicht regelmäßig benutze. Ne? Und nun kommen wir zu der linken, zu einem Highlight in meinem Cosmetic-Shrine. Und zwar ist das meine neue Cosmetic-Tasche von, wie nennt sich die Marke? Sunix nennt sich die Marke. Total süß. So auch mit so einem Plastik, wie sagt man, Tütchen. Ja, so eine extra Plastik-Tasche drumherum. So, Nässe geschützt. Und hier habe ich alle meine Gesichtspflegeprodukte, die ich euch mal eben zeige. Und zwar zum Reinigen benutze ich immer, weil ich zu faul bin, mein Gesicht mit Wasser zu waschen, immer so eine Reinigungsmilch. Das ist viel unkomplizierter, das Gesicht nochmal nass zu machen und eine Sauerei zu machen. Hier mein Lieblingspuder von Johnson's, also Johnson & Johnson's Pure Essentials. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber in Amerika und Asien gab es das auf jeden Fall. Das ist, macht die Haut total weich und das riecht total super. Ich liebe das hier. Ich habe mir gleich zwei Stück in Philippinen davon gekauft, weil ich mir dachte, dass es das in Deutschland nicht gibt. Das Gesichtswasser von Visible Clear. Dann habe ich hier von Balea so Augen-Make-up-Entferner. Den finde ich nicht so toll. Dann von Cosmeance so ein Peeling und so eine Maske. Also zwei in einem. Die finde ich gut. Dann hier so ein von Cosmeance auch so ein Zellbooster, so eine Creme, die leider zu viele Glitzerpartikel in sich hat. Aber ansonsten total gut ist für die Haut. Sehr viel Feuchtigkeit spendet. Sonnencreme. Dann hier auch ganz wichtig. Mein Desinfiziertzeug von Duligon, wie auch immer. Das riecht sehr gut. Aloe Vera, gibt es bei Rossmann. Hier mein Pinselreiniger, meine Babywaschcreme für meine Pinsel. Also quasi auch meine Babys. Jo. Und so eine Flasche, wo ich einfach nur Wasser reingefüllt habe. Und in dem vordersten Fach habe ich noch hier meine Wimpernpflege von Art Deco. Meine Lieblingslippenpflege. Die es leider nicht mehr gibt natürlich. Die nehmen ja alles raus, was mir gefällt aus dem Sortiment. Dann von Balea meine Lieblingsaugencreme für trockene Haut. So, das wird in diesem süßen Täschchen drin. Tschüssi. Hier habe ich so eine Box von dieser Hello Kitty MAC Collection. Da war der Pinselhalter drin. Und hier habe ich meine ganzen Nagellacksachen drin, weil ich bin nicht so der Nagelfreak. Ich kann das auch gar nicht wirklich. Deswegen habe ich nicht so viele Sachen. Ich benutze auch meistens nur so neutrale Farben, wie zum Beispiel den hier von Manhattan. Den habe ich auch zweimal. Das ist die Farbe Sieg. Das ist die Farbe 02. Und dann habe ich hier drin meinen Nagellack-Entferner von Maybelline. Dann so ein so Papier. Und ich zeige euch mal, was ich damit mache. Und wenn ich mir die Nagel mache oder schneide, dann lege ich meinen Finger hier drauf und dann arbeite ich halt auf diesem pinken Papier quasi. So. Und dann habe ich hier genau meinen neuen Nagellack von Rival de Loop in so einem matten Violettton. Das ist eine richtig geile Farbe. Ich liebe dunkelrote Nägel. So à la Lauren Conrad von The Hills. Hier noch so ein helleres Pink, was ich selten trage. Und lila habe ich auch noch. Nee, doch, das ist der lila. Sieht man jetzt nicht. Sieht bläulich aus, ne? So, und hier an den Seiten habe ich zum Beispiel hier in so einer Mary Kay Lidschattenverpackung habe ich Glitzersteinchen drin, ne? Und Nagelpflegestift, noch ein Pflegestift für die Nägel, der ist geil, der ist vom P2,
Und der riecht voll lecker nach Mango. Also es hat so ein Pinselchen dran und kann man dann auf dem Nagel und der Nagelhaut verteilen. Dann habe ich hier so eine Allround-Feile von P2. Dann hier so ein Nagelweiß-Nagellack, so ein ganz, ganz dünnen Pinselchen. Und dann noch so ein, der gleiche mit Glitzer. So, und hier vorne Wattestäbchen, weil ich ja immer rumpatze wie eine blöde Sau. Und hier habe ich noch meine geliebten Balea-Abschminktücher. Jetzt nicht wirklich in dieser Sorte, wie man Sorte sagen kann, sondern ich benutze eigentlich immer die hier von Balea, die in Fresh Grapefruit, kann man jetzt leider nicht lesen, die finde ich am besten. Diese lilanen habe ich mir jetzt nur geholt, weil man dazu diesen praktischen Spender kriegen konnte von Balea. Aber diese Abschminktücher an sich finde ich, die riechen pervers süß, also ein bisschen zu süß nach Papaya. Aber naja, ich benutze die jetzt und fertig. Und hier hinten habe ich noch wieder so ein Hello Kitty-Täschchen. Und da drin habe ich wiederum Sachen, die ich nicht oft benutze. Und jetzt kommen wir zu dem interessantesten Teil, zu der obersten Etage. Und wie gerade schon gezeigt, sind hier meine Pinsel schön mit Lollis und Zuckerstangen dekoriert. Hier meine Make-up-Bibel, habe ich auch gerade schon gezeigt. Dann hier meine Stoff-Hello Kitty, die meine Lieblingsschminke, die hier drin ist, bewacht. Und die hat jetzt erstmal Pause. So, kann ich dahin gehen. Und ich zeige euch jetzt, was in diesem tollen Koffer drin ist. So, ich habe den Koffer jetzt rausgeholt und ich öffne den jetzt. Tada! Ja, der ist pink. Ist das nicht geil? Voll geil. Und ich weiß jetzt leider nicht, von welcher Marke dieser Koffer ist. Das war so eine No-Name-Marke. Auch so, eigentlich war der gefüllt. Man kann das hier so aufmachen, ganz praktisch. Und vorher war in diesen ganzen Fächern so No-Name-Billig-Schminke drin. Ich glaube, also ich weiß, dass der Hersteller von diesem Gesamtkoffer mit Inhalt Marquinhos Corporations oder so ähnlich hieß. Aber wie gesagt, das war absolut Billig-Schminke und die habe ich auch. Die ganzen Sachen, die da drin waren, so Lippenstifte, Nagellack, Lidschatten, die habe ich alle verschenkt. Schon an unsere Praktikantin und an meine Freundin. Und ja, ich fange hier mal an. Hier in diesem Bereich habe ich so hauptsächlich Sachen für mein Gesicht. Hier ist mein Kokorio-Gesichtspuder, das ich jetzt im Sommer sehr oft benutze. Dann habe ich unten Concealer. Ganz viele Concealer. Hier mein Clinique Airbrush Concealer. Hier mein L'Oreal Concealer. Hier meine Korrekturfarbe, also so einen orangenen Lippenstift einfach gegen dunkle, bläuliche Augenringe. Hier drunter habe ich hier die beste günstige Variante für Concealer, den Around Concealer von Catrice. Der ist hier versteckt. Dann habe ich hier eine Make-up Base, eine Foundation Base von Agnes B. Die ist eigentlich ganz gut. Von hier mein heiliger Concealer von Bobbi Brown, mein Concealer Kit. Von Lancaster so ein Face Bronze. Dann hier zwei Make-ups, zwei Foundations, die ich habe. Ich halte das alles falsch rum. Ich drehe das mal. So, schon besser. So. Also Color Adapt, Allen Beatrix und MAC Studio Fix Fluid. Ich finde das hier sogar besser, das Color Adapt, weil es ein bisschen natürlicher ist. Ich brauche ja nicht so viel Deckkraft und MAC Studio Fix Fluid hat eine extreme, extreme Deckkraft. Also das brauche ich nicht so und das fühlt man auch sehr auf der Haut. Deswegen finde ich das hier besser. Das ist eher wie so eine leichte Tagescreme als ein Make-up. Also Leute, die eher nach so einem natürlichen Make-up suchen, das auch nicht so unangenehm auf der Haut ist, da empfehle ich das hier. Das ist, denke ich, auch gut geeignet für Leute mit trockener Haut. Davon bin ich überzeugt. Und hier in diesem zweiten Fach, in dem unteren Fach, habe ich weitere Sachen fürs Gesicht. Zum Beispiel hier meinen Agnes B. Bronzer. Dann von Manhattan diesen Flüssig-Rouge, den ich total gut finde. Also den hatte ich jetzt öfters probiert und der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr natürlich und hält gut und ist auch leicht zu verwenden. Ich habe mal eine Anfrage gekriegt von der Hille Kosmetik, glaube ich, ob ich nicht mal eine Review hierzu mache. Allerdings weiß ich nicht, ob es dieses Liquid Blush von Manhattan, ob es das noch im Sortiment gibt, weil ich hatte diese im Ausverkauf ergattert für 1-2 Euro. Und deswegen weiß ich nicht, ob es Sinn macht, darüber noch eine Review zu machen. Falls ihr dafür noch eine Review haben wollt und ihr wisst, das gibt es noch zu kaufen, dann mache ich das natürlich. Hier mein geliebter Bobbi Brown Creme Rouge. Hier noch zwei Highlighter, Benefit High Beam und von MAC die Lash Drops. Hier noch ein Gesichtspuder von Kokorio und weiteres. So, dann hier auf der anderen Seite. Hier habe ich alles fürs Auge. Also hier ein paar meine Lieblingslidschatten.